Hey ho, wir kommen heute zum hoffentlich letzten Video vom Arcadomat 2020. So wird er heißen, gehe ich mal jetzt davon aus. Und ich mache jetzt das Board nochmal weg und klemm hier den zweiten, den blauen, ganz genauso an wie den ersten. Weil, wie ich es ja schon gesagt hatte, ich vermute, dadurch, dass es ja zwei gleiche Steuerplatinen sind, dass der immer die Einstellung vom ersten auch vom zweiten übernimmt. Vermutung, ob es so ist, weiß ich nicht. Und ja, ausbauen, umklemmen, dass der erste genauso wie der zweite ist. Ne, der zweite genauso wie der erste ist. Ja, und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Wenn es dann funktioniert, gibt es ein Gameplay. Tja, und dann sind wir mit dieser Videoreihe fertig. Dann wird er nur noch im Hintergrund auftauchen in den Videos. Und alle anderen, wo sich darüber aufgeregt haben, haben damit ihre Ruhe. Mhm. Das heißt, hier jetzt alle Kabelbinder wieder aufzwicken, hier alle Kabelbinder aufzwicken. Ja. Und dann eben umpinnen, den Joystick einmal drehen, dass er in derselben Position ist wie der. Ja, eigentlich habe ich den ja so hingemacht wegen der Kabellänge, aber egal. Drehen wir das Ding, stecken die genauso an wie die hier und dann sehen wir, ob es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. So Leute, ich habe jetzt die Stecker genauso angesteckt wie die hier auf der Platine, oder Ding eben gedreht, und jetzt bin ich ja gespannt, ob es funktioniert. Hier habe ich noch einen zusätzlichen hin, das ist irgendwie so eine Art Exit-Button. Ich weiß gar nicht, ob man den für einen Player 2 braucht. Ich lasse ihn mal momentan unten drin hängen. Wenn ich ihn brauche, bohre ich ihn noch rein. Wenn ich ihn nicht brauche, fliegt er wieder komplett raus. Also das ist jetzt bloß ein Test. Ja, entweder das funktioniert jetzt dann. Michi Haare. Entweder das funktioniert jetzt dann oder ich muss eben dann eine andere Platine reinmachen. Aber tja, das sehen wir, nachdem ich... Moment. Hier erst einmal lecker Kaffee und selbstgebackenen Käse-Kirschkuchen von meinem Schatz, ja, vernichtet habe. So Leute, und jetzt bin ich wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr, ob das jetzt alles so funktioniert oder auch nicht. Wir werden es gleich sehen. Hallo? Mach den doch mal hier hoch. Hä? Ah, verdammt, ich muss die Dinger wieder umstecken, dass der Player One ist. Machen wir mal schnell. Oh Gott, ich dreh doch. Ausschalten und dann mal konfigurieren. So, dann probieren wir es doch. Gamepad 5? Wieso Gamepad 5?
das ist Gamepad 1. Ich rast aus, Leute. Ich lösche jetzt nochmal die komplette Konfiguration und hoffe, dass es danach irgendwie funktioniert. Also langsam drehe ich echt doch mit dem Mist. War fast klar, mache ich die Cam aus, funktioniert so halbwegs mit der Konfiguration. Und Player Mode, Player VS. Leute, es funktioniert. Jetzt muss ich bloß jemanden finden, der mit mir spielt. So Leute, jetzt probieren wir es wirklich zu zweit. Schatz, du musst hier auf die rechte Seite gehen. Das kennst du ja alles. Also. Was denn? Was muss ich denn machen? Ja, mit den Dingern halt hier. Alle sechs, warte, oder was? Nein, das müssten bloß die zwei sein. Das müssen wir jetzt im Spiel ausprobieren. MIDI. Okay. Fangen wir einfach mal an, probieren wir es aus. Welche sind jetzt meine? Die da. Du stehst ja links. Scheiße. Was ist denn das? Die macht ja das gar nicht, was sie will. Ist ein bisschen schwieriger als am PC. Ja. An der. Ja, vielleicht gewinne ich ja dann nochmal. Nee, an der Wii haben wir es immer gespielt, gell? Also was ich ganz schrecklich finde, das ist jetzt der Joystick. Vielleicht kann ich ja einmal noch dein Board konfigurieren, mit dem du sonst immer gespielt hast. Das könnte funktionieren. Also das mit dem Joystick ist nicht meins. Ist nicht deins. Kann man das jetzt mit dem anderen auch drehen? Hörst du mal auf hier? Danke. Wie mit dem anderen drehen? Da. Das weiß ich nicht, das müsste man ausprobieren. Nein, nur mit dem linken. Was? Das geht nur mit Joystick. Ja. Das du musst mit dem hier musst du drehen. Drehen, ja, ja. Aber ich möchte das da nach links oder rechts rüberschieben. Ja, mit dem Joystick links, ja, rechts. Ja, das ist nichts für mich. Ja, das ist im Prinzip dasselbe wie mit einem anderen Controller. Das ist halt das, weißt du, oh, an der Wii immer mit dem einen Pad gespielt hast. Ja, also das ist nicht meins. Das kann ich nicht sein, dass ich gewonnen habe. Ey, du schmeißt schon wieder mit Steinen auf mich. Das finde ich jetzt nicht nett. Scheiße, oben auf der Biss. Das ist nichts für mich. Tja, Leute, also das erste geht schon mal. Mit zwei Player. Da suche ich mir jetzt irgendein Spiel aus. Muss man, glaube ich. Das again to quiet. Rauskommen tue ich auch wieder. All Games. Zelda Wrestling. Williams Classic. Oh mein Gott. Vector Trackball. Sonic.
Ja. Jetzt muss ich schauen, wie ich hier jetzt rauskomme. Jetzt. So. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Leute, ich suche jetzt Moon Patrol und dann spielen wir eine Runde Moon Patrol. Leck mich am Ärmel, ist da viel drauf. Da kriegst du doch die Motten. Ja, hey Leute. Spinnst du denn oder was? Naja, mit der Zeit wird man sich dann auskennen, wo die Spiele sind. Ob das jetzt auf die Favoriten legen funktioniert oder so, das muss ich erst noch ausprobieren. Wahnsinn, Wahnsinn! Das ist doch nicht normal, oder? Ja, was soll das jetzt? Mann! Immer noch MA. Ich glaube, wir kommen näher. Moon-Patrol! Nee, mein Moon-Patrol Arcade! Atari 2600, Atari 5200, TI 99. Nein, wir wollen das Original Moon-Patrol Arcade. Und mit
Edit to Favorites. Ich hoffe, dass es auch funktioniert hat, dass es übernimmt. Boah, habe ich ewig Moonpad wohl nicht mehr gespielt, hey. Wie geil ist das denn? Hallo, ich will spielen. Push Button. Kommt rein theoretisch so. Leute, jetzt fällt mir was ein. Muss ich hier wieder komplett zurück? B. Ghost oder Ghost Gablet oder wie das heißt. Jetzt habe ich unter Options Jump to und mal S eingegeben. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das so funktioniert. Doch, ich bin bei S. Also können wir uns das super lange Gesuche in Zukunft sparen. Und jetzt schaue ich hier nochmal unter Super Ghost and Ghost oder wie das blöde Spiel heißt. So Leute, ich würde mal sagen, ich bin fündig geworden. Super Ghost and Ghosts GBA. SFC Super NES. Jetzt ist die Frage, welches will ich spielen? Und wir spielen es einmal. Mach hinne, ich will spielen. Mode. Hey, wieso rennt der Depp automatisch? Ich mach doch gar nichts. Voll Depp. Ich will spielen. Ja, ist ja gut, das interessiert mich alles doch gar nicht. Oh, die geile Grafik von Anno dazumal. Und damals haben wir uns gefreut, dass wir so ein gutes Bild haben. Warum gibt es keine Umsetzung von den Spielen in die heutige Zeit mit der heutigen Grafik? Das wäre mal zu geil.
Meine Leute, ich muss mich da auch erst wieder reinfinden. Scheiße. Wahnsinn, mir reicht schon wieder. Jetzt möchte ich nämlich wissen, wie komme ich hier jetzt wieder zurück? B. Ob das jetzt in der Favoriten gespeichert ist. Jo, da ist es jetzt drin. Und jetzt gehen wir mal. B ist weg, ist der hier. Jetzt fahren wir das Ding mal ordentlich runter. Irgendwo war das. Irgendwo war das. Schönes Power. Ja. Shut down. Und dann fahre ich den nochmal hoch und dann schauen wir, ob der jetzt mit den Favoriten auch gespeichert hat. So, Leute, dann gucken wir mal hier. Favorit. Scheiße, er hat es nicht gespeichert. So ein Rotz. Last Plate hat er auch nicht gespeichert. Ach, leck mich doch am Ärmel. Warum hat das Mario 64 gespeichert und das andere nicht? Das ist natürlich ärgerlich. Naja, vielleicht komme ich da irgendwann nochmal noch dahinter. Bin so bocknarrt wieder. So Freunde, auch wenn er jetzt die Favoriten nicht gespeichert hat, vielleicht komme ich mit der Zeit mal dahinter, wieso, weshalb, warum, und dann funktioniert es. Wir werden sehen, auf alle Fälle, der Automat ist soweit. Ich habe mal kurz angespielt, wenn auch nur wenig. Das muss reichen jetzt. Mein Besuch wird den Automat besser kennenlernen, wenn wieder einer kommt, wenn er spielen will. Mhm. Ja, und ich mit der Zeit wahrscheinlich auch. Also es funktioniert, die Kiste ist fertig, ich bin zufrieden und es war dann... Mühling. Ja, könnte man sagen, jetzt der letzte Teil von Arcade-Automat. Wird mit Sicherheit ab und zu mal in den anderen Videos dann vorkommen, wenn wir dran spielen oder so. Aber ansonsten war es das mit dieser Serie direkt. Und Leute, ich werde vielleicht heute sogar noch anfangen mit der Kugel von Johnny. Okay, ich bin raus. Wir sehen uns. Tschaikowski. Ja, wie nennen wir das Video? Oder die Videos? Die Grillschuhkugel.